Cancel Culture. Schreckliches Wort. Eine Kultur des Auslöschens. Haben wir sowas hier in Deutschland? Und was ist eigentlich damit gemeint? Dass Männer in Machtpositionen ihre Jobs verloren haben, weil ihnen sexuelles Fehlverhalten vorgeworfen wurde? Oder rassistische Sprache und Diskriminierung? Dass Ausstellungen abgesagt wurden oder verschoben, weil deren Inhalt von bestimmten Menschengruppen, die etwa Opfer von Rassismus waren oder sind, als schmerzhaft oder verstörend empfunden wurde? Oder dem Künstler gar selbst sexistisches Fehlverhalten oder rechtes Gedankengut vorgeworfen wurde? Dass eine Comedy-Show abgesagt wurde, weil darin rassistische oder antisemitische Stereotype wiederholt wurden, selbst wenn die Intention dahinter natürlich darin bestand, eben diese Stereotype vorzuführen und zu brechen? Leben wir tatsächlich in einer Gesellschaft, in der keine Ironie, keine Satire mehr möglich ist, in der die Meinungs- und Pressefreiheit bedroht ist und die Freiheit der Kunst? Unter dem Begriff Cancel Culture verstehen unterschiedliche Menschen ganz unterschiedliche Dinge. In vielen Fällen bedeutet es einfach, dass privilegierte Personen in Machtpositionen für ihre Worte und Taten zur Rechenschaft gezogen wurden. Sehr zu deren Überraschung, schließlich war dies ja nicht immer so. Andere Fälle sind sicher etwas komplexer und manche Entscheidungen diskussionswürdig. Etwa wenn eine Ausstellung von Philipp Gaston verschoben wird, weil darin Figuren in Ku Klux Klan-Gewänder zu sehen sind. Ich stimme dem zu, dass Museen nicht unbedingt meinungskonform sein müssen, sondern ein offener Ort für Diskussion, Kontroverse und auch Zumutung sein sollten. Aber haben nicht viel zu lang immer nur dieselben Personen darüber bestimmt, was zumutbar ist und was nicht? Eben die, die der Mehrheitsgesellschaft angehören, also der sogenannten Leit- oder Dominanzkultur, die seit Jahrhunderten den kulturellen Kanon bestimmt. Um gecancelt zu werden, braucht es das Privileg des prominent gesehen und gehört werdens. Sonst würde es ja niemanden interessieren. Bis heute werden und wurden ganze Kulturen und Völker gecancelt, ausgelöscht, zerstört, abgeschlachtet, versklavt, zum Verstummen gebracht, Menschen wegen ihrer Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht, Sexualität oder Religion diskriminiert und verfolgt. Und heute beklagen ausgerechnet jene Vertreter der weißen, meist männlichen Dominanzkultur den Verlust der Meinungsfreiheit, der Sprache, ja ihrer Kultur. Nur weil man plötzlich bestimmte Worte nicht mehr sagen darf oder Sensibilität dafür aufbringen muss, wie andere Personen in Bezug auf ihr Geschlecht oder Identität angesprochen werden wollen. Die Welt ist ganz schön kompliziert geworden, seit plötzlich alle Menschen mitreden wollen und nicht mehr nur eine Kultur das Sagen hat. Naja, seit ziemlich genau einem Jahr nun hat ein Virus das Canceln übernommen. Vielleicht haben sich die Gemüter ja wieder etwas beruhigt, wenn das alles einmal wieder vorbei ist.